Drei Punkte aus der vergangenen Freitagsansprache von Hazrat Khalifatul Masih den V. Ayyudullah Ta'ala bin Israhil Aziz. Das Thema Hazrat Umar Razila Ta'ala Anhu. Hazur Ayyudullah Ta'ala bin Israhil Aziz erzählte, Hazrat Hafsa bin Umar schreibt über die Abgeschiedenheit gegenüber dieser Welt und Entrücktheit von Hazrat Umar Razila Ta'ala Anhu, dass sie einst zu ihm gesagt hat: O Amirul Mu'minin, Allah hat ihnen das Rizq erweitert, Siege beschert und viel Vermögen gegeben. Warum nehmen sie nicht gute Nahrung zu sich und ziehen komfortablere Kleidung an? Hazrat Umar Raziyallahu anhu antwortete: Ich möchte von dir die Antwort hören. Weißt du denn nicht mehr, welche Erschwernisse der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ertragen musste? Hazrat Umar Raziyallahu anhu folgte dem Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und lebte ein einfaches Leben. Hazur Ayyudullah Ta'ala bin Israhil Aziz erzählte, der verheißene Messias a.s.w. sagt, der heilige Prophet a.s.w. hat zu Hazrat Umar a.s.w. gesagt, immer wenn Satan dich auf einem Weg antreffen würde, würde er gewiss einen anderen Weg nehmen und sich vor dir fürchten. Hieraus wird ersichtlich, was für eine große Rechtschaffenheit Hazrat Umar a.s.w. innehatte. Hazur Ayyudullah Ta'ala bin Israhil Aziz erzählte, über die Vorzüge von Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine Person von den Iliyin wird auf die Personen des Paradieses blicken, so wird wegen seinem Gesicht das Paradies aufleuchten, als wäre es ein funkelnder Stern, und Abu Bakr und Umar sind von diesen, die beiden sind etwas ganz Besonderes. Das Zeugnis vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt, was für ein großartiger Mensch Hazrat Umar r.a. in dessen Augen war.